Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved mit der Primitive Plus Mod. Hier ist euer Spooky VF am Gamepad. Ja, das war der falsche Knopf. Ich wollte eigentlich nur Kreis drücken. Wir waren ja dabei, hier unsere Base aufzuschlagen, unsere Zelte aufzuschlagen. Jetzt machen wir hier zuerst mal so einen kleinen, sicheren, unsicheren Unterschlupf. Aber ich könnte natürlich jetzt auch direkt runtergehen, aber das hier ist irgendwie unnötig, das jetzt nach unten zu machen für die paar Items, die wir hier aufstellen. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Das war doch direkt. War das eine Blueprint? Ne, das war direkt ja ein grüner Helm, ne? Den könnte man natürlich direkt mal ausrüsten, weil der ist ja besser. Okay, das haben wir schon mal. Und jetzt bauen wir hier die Wände auf, den wir aber auch nicht so viele haben. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Reicht ja schon mal für den Anfang. Reicht eigentlich so für eine. Das ist ein Quadrat große Fläche. Ne? Was war. Nein, jetzt habe ich das Ei gegessen. Oh, das Stego-Ei. Ich bin so ein Trottel. Lol. Tja. Das war so nicht gewollt. Naja, egal. Ich bin mal gespannt, wie wir hier überhaupt für Licht sorgen, weil Elektrotechnik gibt es ja, glaube ich, in der Primitive Plus nicht. Müssen wir irgendwie uns was ausdenken. Und mal gucken. So. Hängen wir hier. Nee, das sollte eigentlich ja schon auch zwei hoch sein, das Haus. Fällt mir mal gerade so ein. Ja, wir machen das jetzt nach und nach so ein bisschen. Machen wir die Tür rein noch. Der Rest ist egal. Oh, Hauptsache, dass wir so ein, ja, mal ansatzweise so einen kleinen Unterschlupfpunkt haben, an dem wir hier unser Wasser auffüllen können oder sonst was. Jetzt gehen wir mal noch gucken, ob das Krokodil weiblich oder männlich ist. Foundations brauchen wir jetzt momentan erstmal keine mehr. Ach, guck mal, ist ja schon gezähmt. Da haben wir es ja schon. Hallo, hallo Sarko, wie geht's dir? Du bist weiblich. Jawohl, haben wir wieder einen Mate Boost. Wunderbar, haben wir ein weibliches und ein männliches Krokodil. Das freut mich, das ist cool. Weil, wie gesagt, in der letzten Folge habe ich das erwähnt. Das ist, wenn man gleiche Spezies besitzt, zwei Dinos von der gleichen Spezies besitzt, und dann unterschiedliches Geschlecht haben, kriegen sie einen Bonus auf Aggression, Schaden und Widerstandskraft. Das ist natürlich sehr nett. Ja. Komm, Sarko. Ja. Hängt auch hier fest in den Bäumen. Ist auch ein bisschen dämlich, wie das dir hoppelt, ey. Bist doch kein Hase. Komm, ich helfe dir. Können wir uns gleich wieder nicht bewegen oder so? Ah, Foundation reicht auch nicht und es wird dunkel. Wunderbar. Jetzt müsst ihr aber kommen, oder? Bis zum nächsten Baum zumindest mal. Natürlich. Oh, ey, sag mal, das gibt's doch nicht, ey. Haben wir hier die Urzeitgiganten und die kommen mal ein paar Sträucher nicht vorbei. Das ist unglaublich in dem Game. Ja. Bin ich wieder überlastet? Das habe ich aus Versehen auch noch getrunken. Okay. Wunderbar. Läuft ja alles prima. Oh, Level Up. Das ist schön, weil wir wollen ja auch die Enkramo-Herde verteilen. Voraussichtlich. Und ja, das ist mal jetzt natürlich ganz gut. Was war denn da hinten? Was hat denn da gerade grün aufgelöscht? Sind die Dinos verstreut? Da unten ist... Ah, Air Force. Ja gut, Air Force landet immer ein bisschen abseits. Das ist immer schwer zu positionieren, der Vogel. Könnte man jetzt aber zusammenschicken. So, jetzt haben wir jetzt zwei Krokodile. Wunderbar. Alle anhalten. Alle neutral nochmal. Damit sie auch hier wirklich alle angreifen, wenn irgendwas ist, wenn irgendwas kommen sollte. Bevor wir den Level abmachen, ist natürlich gerade praktisch, weil es dunkel ist. Da können wir eh nicht viel anderes, nicht großartig was machen, würde ich mal so sagen. Geben wir natürlich nochmal hier unten unseren Wasserbeutel, den ich aus Versehen leer getrunken habe, auffüllen. Hoffen, dass uns nichts angreift hier. Ich weiß nicht, was hier alles so rumschwimmt. Oh, guck mal. Eine Forelle. Okay, das sieht ja schön aus. Also ich finde die Gegend hier super. Jetzt habe ich ja doch... Ich habe doch eine Foundation gebaut. Okay. Achso, ja. Gerade eben wegen dem Übergewicht, ne? Bin ja doch ein bisschen vergesslich hier. Als nächstes folgen eben noch eine Foundation, brauchen wir auf jeden Fall. Und dann folgen ganz viele Dächer. Die brauchen wir. Ach nee, jetzt habe ich das auch wieder weggedrückt. Scheiße, das wollte ich nicht. Und dann müssen wir auf jeden Fall jetzt mal unsere Engrampunkte
aufteilen. So sieht das dann aus, ne? So bauen wir dann an. Da werden wir später, können wir richtig weit bauen, können wir mit Holzpfählen untermauern. Das ist natürlich sehr schön. Und ich denke, jetzt werden wir hier genau an dieser Stelle auch zwischen den Dinos am besten ein bisschen in Schutz gehen. Und machen wir das Licht aus, das brauchen wir jetzt auch nicht. Oh, Level up für den Stego. Stego nochmal ein bisschen auf Gesundheit drauf machen. Dass die auch vielleicht uns verteidigen können und nicht direkt tot sind. Auch wenn das jetzt viel wirkt, die Gesundheit, das ist es eigentlich nicht so wirklich. So, jetzt gehen wir mal gucken. Machen wir mal ein Level up. Gesagt, noch am besten eins auf Gewicht oder so. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, noch einmal eins auf Gewicht drauf zu hämmern. So. Jetzt haben wir 80 Engrampunkte. Jetzt können wir mal gucken, was wir alles brauchen zum Bauen. Ne? ja, wir brauchen eine Holztreppe, wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Die ist schon mal, weil die ist schon ziemlich teuer. Ein Holzschild wäre auch nicht so verkehrt. So ein Schild zur Verteidigung ist nie verkehrt. Aber zuerst gucken wir mal, was jetzt absolut notwendig und wichtig wäre. Und dazu gucken wir zuerst mal hier rum. Ein Dinosaurier-Torbogen haben wir zum Beispiel auch noch gar keinen. Wäre auch ganz okay. Aber ich weiß noch, irgendwo war doch irgendwas, was wir brauchten. Ah, die Steinsachen, die wären natürlich auch nicht schlecht. Dann könnten wir auch mal ein bisschen was aus Stein bauen. Aber das lassen wir jetzt mal. Holzfensterrahmen würde ich schon mal gerne haben. Dass man nicht, damit wir auch mal ein paar... Achso, habe ich jetzt nicht gelernt. Wie kann ich das lernen ohne... Muss ich jetzt wirklich hier unten drauf gehen, das lernen? Okay, dann machen wir es eben so. Wie ihr möchtet. Verstärkte Holztür. Da fehlt uns der Steintürrahmen, den wir hier bauen könnten oder lernen könnten. Bücherregal brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Eine Pike möchte ich jetzt noch nicht. Armbrust. Armbrust wäre natürlich schon was Tolles. Aber ich möchte erstmal gucken, was wir unten noch haben. Weil wenn wir hier jetzt alles... Ah, mittelgroßes Beet können wir noch nicht, weil wir das kleine Beet noch nicht gelernt haben. Das wird jetzt vielleicht auch Zeit, weil dann sollten wir jetzt nämlich auch so langsam dann auch anfangen anzupflanzen, obwohl die Beet... Lassen wir da. Lassen wir das mit den Pflanzen mal noch. Gibt momentan noch notwendigere Sachen. Ja, Level 40, ja, können viele auch noch nicht bauen, weil wir den Level noch nicht dazu haben, ne? Wasserglas zum Beispiel, das wäre jetzt ganz toll. Also das wäre jetzt auch ganz wichtig. Weil der Schlauch, der ist eben nicht so toll, ne? Aber einfache Kugel, da können wir zum Beispiel auch schon Munition machen. Metallsichel ist auch nicht schlecht für Fasern zu sammeln. Aber da gibt es auch effektivere Möglichkeiten mit Dinosauriern. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal. Gibt extra Dinos, mit denen man das auch lernen kann. So, jetzt gucken wir uns hier mal um. Flaming Arrow, der ist mir empfohlen worden. Der ist richtig gut, aber den brauchen wir jetzt zum Bau nicht. Wir haben die Lumber Station, haben wir gelernt. Die müssen wir auch hier nochmal bauen. Die haben wir ja nur in unserem alten Ort. Und Lumber Foundations. Okay, das ist jetzt nicht so wichtig. Es sei denn, wir brauchen sie, damit wir überhaupt eine Lumber Wall bauen können. Lumber... Okay, Last Pan, Konsum, okay. Pillar, hier, ein Lumber Pillar. Umgebungsstrukturell integriert zu, kann auf schrägen Flächen auch als Pfeiler für Gebäude genutzt werden. Das wäre zum Beispiel sowas. Oh, geil. Ja, Glass Window. Das lernen wir auf jeden Fall, weil das brauchen wir dann, wenn wir die Wände auch haben. Wo waren jetzt dieses Lumber Wall? Glass Door. Das sieht auch cool aus, ne? Also wir können hier wahrscheinlich richtig schön bauen. So, Lumber Wall, ne? Und Lumber Door Frame. Lumber Wall machen wir mal noch, damit wir hier ein bisschen was haben. Wo kann man das bauen? Kann man das alles bei sich so im Inventar bauen? Das sehen wir dann. Okay. So, jetzt gucken wir, was wir noch so haben an dem Zeug. Hier ist noch das Bienendings, ne? Baker's Oven, den könnten wir nämlich rein theoretisch auch lernen. Storage Barrel, okay. Ja, ist jetzt ein bisschen angucken, ne? Aha, hier Brazier und so, das sind, glaube ich, die Dinger. Heating and Light Radius, okay. Das sind so Sachen, wo wir dann die Beleuchtung machen müssen. Komm, das kostet nur 5 EP, das lernen wir einfach mal. Hier ist auch noch eine, so eine Lampe.
Öl und Spark Powder. Aha. Komm, das holen wir uns auch mal noch. Kostet auch nicht viel. Wooden Fans. Das ist ein Zaun. Das ist auch schön. Fresh Firewood. Für was brauchen wir das? Can only be crafted Lumber Station. Longer Burning Time. Ah. 2 EP. Okay. Machen wir auch. Lumber Station wollen wir eh bauen. So, die Metallmachete. Die. Oh. Hab ich die jetzt direkt gelernt? Ja. Okay. Jetzt hat er es gemacht, ohne dass ich da unten drauf gedrückt habe. Okay. Market Stall. Was ist denn das? Can travel with you. You may place trading crates that can be picked up. The stall itself is called. Aha. Ah, den kann man auch wieder mitholen. Okay. Das ist für so einen Marktplatz. So ein Verkaufsstand. Ist auch geil. Die Handmühle. Was kann man damit machen? Kann dir dabei helfen, Rohstoffe in ihre Grundbestandteile zu zermahlen. Ah, das ist also wie Maser und Stößel, so in gewisser Weise. Klingt ja auch interessant. Und kostet auch jetzt nicht die Welt, ne? Lernen wir auch. Ach, es geht also doch mit Doppelklick. Tischlaterne. Also, wir haben hier einen Haufen weiße Zeug vor uns. Was ist das hier? Unlearned Meat Preserving. Aha, Burn Spark Powder. Aber das hatten wir doch schon gelernt, ne? Oder? Ja, hier das Smokehouse. Also, hier ist nochmal ein bisschen teurer aus. Fresh Stuff. Hier können wir Teig herstellen damit. Da wollen wir auch lernen. Achso. Ja? Das geht jetzt wieder nicht mit Doppelblick. Soll. Willst du mich verarschen? Salz müssen wir lernen. Wir wollen ja auch ein bisschen kochen und so. Organisches Öl. Okay, das lassen wir jetzt noch. Das ist zu teuer. Tippi. Ja, cool, kannst du direkt ein Tippi machen. Was ist denn das hier? Vielleicht nicht die bequemste Art von Matratze, aber dieses Bett dient als Wiederbelebungspunkt für dich und deinen Stamm. Okay, das haben wir, haben aber schon ein Bett gelernt, brauchen wir nicht noch eins. Und hier ein Firewood Holder. Ah. Da können wir frisches Feuerholz zu trockenem machen damit. Das brauchen wir ja wohl auch dann, wenn wir schon das Feuerholz haben. Okay. Also ist ein bisschen entgrammlastig, diese Folge. Jetzt haben wir nur noch 8 Punkte und irgendwie Trading Crate, ja okay, das brauchen wir alles nicht. Jetzt zunächst mal Ground Cashew, was ist denn das? Ground Cashew can be used to make Cashew Milk. Okay, also sehr umfangreich hier. Hier haben wir auch nochmal ein paar neue Sattel. Ah, hier fürs Pferd und so. Ja. Knarren haben wir jetzt trotzdem keine. Wo war denn hier der Old Revolver und so ein Kram? Haben wir doch auch irgendwo gesehen. Da muss. Ah, hier. Ach, requires Level 50. Okay. Und hier Level 60, die alte Flinte. Okay, das dauert eh noch ein bisschen. Aber wir müssten wir eigentlich mal vorher eine andere Schusswaffe erlernen. Und dazu brauchen wir, glaube ich, das Bluttransfusionsset. Das würde ich auch noch gerne lernen. Ich glaube, wir brauchen die Leuchtpistole überhaupt, um eine Pistole herstellen zu können. Dann lernen wir die eben einfach noch. Ja. Dann müssen wir demnächst gucken. Hier normale Revolver. Gibt's den überhaupt? Müsste eigentlich ja auch drin sein. Ne? Ich habe ja die Kugeln dazu gesehen. Hier gibt's die Kugeln, die können wir nämlich lernen. Was ist denn das hier? Was zur Hölle ist denn das? Ah, Harzsammler, okay. Sieht ein bisschen anders aus. Nee, es gibt hier wahrscheinlich nur die Pistolen. Die neuen, also die Mod-Pistolen, weil ich sehe jetzt gerade keine andere Pistole oder Revolver. Die fallen dann weg, gibt dann nur diese alten Materialien und da müssen wir noch ein bisschen hin. Da dauert es noch ein bisschen bis Level 50. Okay, komm, das war jetzt mal genug dazu. Müsste es ja schon fast wieder hell werden. Da hinten ist ein blauer Strahl, ist der weit weg? Nee, eigentlich nicht, ne? Aber der kommt erst runter. Okay, dann gehen wir doch mal kurz an die Werkbank gucken. Wo ist denn das Ding nochmal? Da unten. Gehen wir nochmal an die Werkbank gucken, ob wir jetzt eine Metall-Dingsbums herstellen könnten. Rein theoretisch müsste es ja möglich sein. Holen uns noch ein bisschen Holz mit. Okay. Gut. So viel dazu. Können wir nochmal auf Holz draufhacken oder sind wir dann zu schwer? Wir haben ja direkt hier ein bisschen Zeug liegen. Okay, doch. So. Weil eventuell brauchen wir das jetzt.
dann für die Pike herzustellen. Aber ich glaube, ich habe auch Holz in der Werkbank drin. Dann gucken wir mal, was wir an der Werkbank herstellen können. Müsste jetzt ein bisschen was sein. Waffen, Nahkampf. Ja, da ist auch die Sichel drin. Ah, Leder fehlt uns dafür. Da haben wir aber. Habe ich so im Gepäck. Genau. Dann bauen wir uns nämlich einfach mal die Sichel. Ach, die Sichel, die Metallmachete. Aha. Special Consumable ist damit. Sharp Metallmachete used for harvesting special consumables. Waffenschaden 100%. Wie sieht es denn eigentlich aus mit diesem Zeug hier? Waffenschaden 100%. Also ich denke mal, more damage than a spear, aber wir werden das jetzt erstmal in die Werkbank legen. Upp. Und das hier rein. Das hier unten rein. So. Denn das kostet ja auch ein bisschen Gewicht. Mehr können wir an der Werkbank gar nicht machen. Das ist natürlich gut. Ich dachte, da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen was anderes herstellen, aber okay. Gucken wir, was wir hier noch herstellen können. Ah ja, hier ist der ganze Lumberkram, ne? Wood Plants brauchen wir hierfür. Und Stein. Ah, okay. Also, das ist schon mal cool. Wood Plants haben wir nämlich nicht viele. Lager, was haben wir hier alles neu? Schrank, das hatten wir also nicht gerade neu. Da gucken wir mal. Lighting hier ist die Sailing Lamp. Da brauchen wir sogar Eisen dafür. Gar nicht mal so wenig. Gut, dass wir schon so viel haben. Iron Ingots nämlich. Hier haben wir das Glas. Da brauchen wir Iron Ingots und Glas. Also irgendwie müssen wir auch Glas herstellen. Keine Ahnung, wie wir das machen. Ja. Da haben wir ein bisschen was vor. So, was haben wir? Also Holz war das. Herstellung müssten wir eigentlich gucken. Hier nämlich, wir haben ja nämlich hier die Werkbank, aber nicht den Construction Table, ne? Kostet beide ein Iron Ingot sogar. Also nicht rohes Metall, okay. Und hier das da brauchen wir auch nochmal. Das können wir fast bauen. Gut, dann gucken wir, dass wir jetzt hier, was brauchen wir? Steine, ein bisschen Eisen, 10 Eisen. Aha, es wird hell. Wir brauchen Eisen, wir brauchen 10 Steine. Und da holen wir mal das Eisen hier weg. Und die Steine und noch das Holz. So, jetzt müssten wir eigentlich alles bauen können. Davon Herstellung. So. Ja, die Lumber Station. Ja, jetzt reißt schon nicht mehr dafür. Ach, wegen Holz, ja. Fehlt uns überall ein Holz. Können uns trotzdem nicht bewegen. Wunderbar. Ja, ne? Also am besten nochmal hier das Eisen hier rein. Können uns nochmal ein bisschen Holz holen. Bam, bam, bam. Ja, aber klar. Aber wir können uns doch bewegen. Das ist das Wichtigste. Weil dann reicht es nämlich auch. So. Gehen wir nochmal dran. Wie gesagt, es wird ein bisschen ja, aufbaulastig. Baulastig in den nächsten Folgen. Aber ich werde auch versuchen, habe ich ja auch gesagt, ich werde versuchen, ein bisschen. Jetzt wieder ein Stein. Ja, toll. Das machen wir nämlich noch, bevor wir die Folge beenden. Ich werde auch ein bisschen versuchen, zwischendurch mal was anderes zu machen, als nur zu bauen. Wir werden jetzt ein bisschen einen Grundstock aufbauen. Und dann werden wir auch wieder ein bisschen auf Tour gehen und gucken, uns umgucken. Ja, so viel Stein haben wir jetzt nicht gebraucht. Wir haben momentan immer Gewichtsprobleme hier. Das ist normal, wenn man jetzt viel bauen möchte. Hoffentlich können wir uns jetzt bewegen. Jawohl, reicht. Da können wir wenigstens das nämlich noch bauen. So, dann machen wir das nämlich auch noch. Oh. Herstellung. Das hier war's, ne? Das hat noch gefehlt. Super. Jetzt nochmal ins Inventar. Und jetzt haben wir diese drei Artikel hier. Die Construction Table, die Werkbank. Also die Werkbank ist das gleiche wie hier. Haben wir jetzt aber auch nochmal hergestellt. Ist klar. Brauchen wir ja auch. So, was haben wir hier? Den Ichthyosaurus-Sattel. Den schmeiße ich auch mal hier rein. Das ist jetzt nichts, was wir unbedingt... Seht ihr, und das meinte ich jetzt. Man sieht viel, viel bessere Übersicht. Man sieht alle Items so im Überblick auf einen Schlag. Ne, das ist natürlich schon toll. Achso, Stroh brauchen wir noch. Ja, hier habe ich extra Metall
Ingots mitgeholt. Iron, einfach Iron. Brauchen wir gar nicht. Den brauchen wir, glaube ich, für den Futterdruck des Iron. So war das. Stimmt. Okay. Gut. Na, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Wenn wir hier den Ark verunsichern, könnten wir mal noch ein bisschen... Das könnten wir noch gerade machen. Pfeile herstellen. Und dann gucken wir, was wir noch machen können. Und wo wir das alles finden. Haben ein bisschen was vor. Und gucken, ob wir dann vielleicht uns auch mal noch ein bisschen umgucken oder so. Weil wäre ja auch ganz interessant. So. Und dann nochmal das hier. Stellen wir auch nochmal ein paar normale Pfeile her. So, muss man anklicken. Sollte man. So. Okay. So, während der rattert, sehen wir uns quasi in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dabei. Euer SpookyVF. Bis dahin. Bye, bye, bye.